Am Wochenende lockten rund 150 Aussteller zum Schillerplatz und rundherum. Denn in Aiken fand bei strahlendem Sonnenschein der Greta-Markt statt. Und weil das Wetter so gut war, war es natürlich auch voll. Die Besucher drängten sich über den Platz und durch die Straßen. Also ich glaube, das ist so, wenn dieser Markt zu Ende ist, der schönste, den wir je gemacht haben, weil das Wetter so schön ist. Also wir hatten letztes Jahr auch schönes Wetter, aber dieses Jahr ist einfach der absolute Hammer. Wir haben so entspannt mit total vielen tollen Helfern aufgebaut und dann war um 11 Uhr alles getan und wir dachten so, hä? Es ist alles so entspannt dieses Jahr. Und so soll es doch am besten sein. Vor allem Schmuck, Bilddrucke, aber auch viel Selbstgemachtes zog die Gäste an. Aber die längsten Schlangen gab es diesmal an den Eisverkaufsständen. Das Motto in diesem Jahr war Greta im Land der Kindheit. Und so führte der Weg diesmal ins Nimmerland. Nicht nur direkt am Schillerplatz, sondern auch auf dem Weg dahin waren entsprechende Markierungen auf dem Boden zu finden. Ich weiß gar nicht genau, wie wir sagen können, wie wir darauf gekommen sind. Ich glaube, wir haben Peter Pan geguckt, eine Freundin und ich, und dann haben wir gesagt, ach, das wäre ein schönes Thema für Greta, und so ist es passiert. Und so befinden sich passend dazu in den Blumenbeeten märchenhafte Figuren. Im ehemaligen Margaretengarten gab es dann Möglichkeiten zum Entspannen. Entweder hat man den Graffiti-Sprayern bei der Neugestaltung der Wand zugesehen oder konnte der Live-Musik auf der Bühne lauschen. Während die Kinder den Baum hochkletterten. Wie in jedem Jahr wurde auch diesmal das Kriegsdenkmal auf dem Schillerplatz bedacht. Jede Menge Stofftiere bildeten eine Menschenkette gegen den Krieg. Ja, das ist ein Kriegsdenkmal. Ach so. Solche bescheuerten Ideen kommen mir nachts. Ach so. Direkt auf dem Schillerplatz konnte man in einem Zelt mit Kinderbett und Matratzen im Schatten gut entspannen. Bei dem heißen Wetter war das auch nötig.